So, hat der Wasser gesagt. Achso, das ist hier noch offen, kann weg. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, nee. Hat gerade nichts mit dem Let's Play zu tun. So, wir machen direkt weiter losgehenderweise los. Es wird tags, wird auch Zeit. Noch machen wir die Hardenten, die tun mir Angst. Aber ich würde mal sagen, scheiße. Oh, Alter, wir haben 5 Saplings bekommen. Okay, dann pflanzen wir mal hier noch einen Baum. Dann pflanzen wir hier noch einen Baum. Ist noch irgendwo grün? Na, hier geht's nicht. Hier ist Stein drüber. Da geht's auch nicht. Da ist zu eng. Oh, guckt euch diese Kack-Zombies an, Alter. Nein, nein, komm nicht zu mir. Ich brauche ein Messer. Messer sag ich schon. Schwert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich versuche einfach mal anzugreifen. Oder ich versuche die einfach zu ignorieren. Boah, Alter, klar, bleib im Wasser stecken, Ronny. Bleib einfach im Wasser stecken. Ist gerade das Sinnvollste, was du machen kannst. Ernsthaft. Denk doch mal über dein Leben nach. Boah, Alter, hier geht's aber hart runter. Oh, Alter, was ist da unten los? Okay, hier oben haben wir 4 Zombies. Da unten haben wir mindestens 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6. Alter. Sind einfach in der Nacht 10 Zombies gespawnt. Kriegen die wieder einen Schaden am Tag oder bleiben die jetzt da? Wenn jetzt da bleiben würden, wäre das Katastrophe. Vor allem, wenn es pro Nacht dann immer mehr wären. Wobei, das sah eher nicht so aus, weil wir hatten von Anfang an 4 Zombies und es sind auch nicht mehr geworden. Das heißt, wahrscheinlich spawnen einmal welche und wenn eine bestimmte Anzahl pro Fläche erreicht ist, dann nicht mehr. Ich meine, dass das geht, das weiß ich. Ich habe die Funktion bereits gesehen in Mobs Redo. Aber es ist immer die Frage, wie die Spiele diese Mobs benutzen. So, also Holz haben wir schon mehr als genug. Hier ist ja massig. Das muss früher ein Wald gewesen sein. Ich hoffe nur, es gibt hier auch noch ein paar Ruinen. Vor allem versuche ich halt in eine Richtung zu laufen. Und zwar mit der Sonne. Also die Sonne kommt jetzt quasi von hinten. Da. Damit wir später unser Tüppellein wiederfinden. Ich meine, in der Nacht dürften wir es relativ gut erkennen. Ah ja, denn das ist noch eine. Dings da Bumser. In der Nacht dürfen wir es relativ gut erkennen, weil wir an der Fackel das heißt und das Ding erleuchtet. Oh, denn, ach so, dachte gerade, das ist noch so eine Ruine. Aber das war bloß ein bisschen, naja, Erde, die da so schlecht aufgeschüttet war. In unserer total verbrannten, atomar verseuchten Welt. Und wir müssen noch mal Mars spielen. Es gibt ein Subgame Mars. Da spielst du halt auf dem Mars. Das heißt, da musst du dann so überleben, da hast du dann, ne, da brauchst du dann Kittel, weil auf Mars ist ja Atmosphäre, die nicht atembar ist. Bitte Wasser, bitte sei Wasser. Es ist kein Wasser drinne. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum steigt die Sonne so schnell? Ich hasse die Sonne. Bleib unten! Okay, ich versuche mal jetzt in die Richtung dazu zu gehen. Oder da unten ist noch so ein Dings, da bummst da so ein, Mann! Dungeon, genau, Dungeon. Vielleicht ist diesmal eine Kiste drinne, aber ich glaube mal, wenn in der wenn in dem einen Dungeon keine Kiste drinne war, dann wird es bei dem genauso laufen. Wow, eine Höhle. Das ist kein Dungeon, das ist der Eingang zur Unterwelt. Ha. Geht hier unten noch weiter? Ne, so gar nicht. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Ja. Wir sollten den Alternativweg benutzen. So, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Dann laufen wir jetzt quer zur Sonne. Hauptsache, wir können uns später orientieren. Das ist das Wichtige. Weil hier sieht echt alles aus wie alles. Also, ne, hier kannst du dich an der Landschaft eher wenig orientieren. Du kannst zwar eine Hype-Map orientieren, also wo war welcher Berg oder sowas, aber da kommst halt auch arschschnell durcheinander. Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Na gut, also gehen wir mal doch in die Richtung weiter. Alter, wir brauchen scheiß Wasser. Meine Fresse.
Wir brauchen Wasser und irgendeine Art von Saplings, irgendeine Getreidekacke oder sowas, damit wir uns hier ein bisschen was hochzüchten können. Das geht ja so gar nicht. Übrigens, genau so wird die Welt nach dem Dritten Weltkrieg aussehen. Ist so. Na, wobei, nee. Ich meine, den Dritten Weltkrieg, also ein Krieg so wie den Ersten und Zweiten, wird es sowieso nicht mehr geben. Der Zug ist abgefahren. Das heißt, wenn es einen Weltkrieg geben würde, dann sowas wie ein Kalter Krieg, beziehungsweise ein atomarer Krieg. Und eine Atombombe zerstört in dem Sinne nichts. Also außer direkt am... Ne, da, wo die eingeschlagen ist und direkt die Druckwelle entstanden ist, da schon, aber die sorgt da eher dazu, dass halt einfach alles denn ein bisschen verstrahlt ist. Was war das gerade? Ich habe gerade einen Sound gehört auf meinem Ohr. Digga, warum gibt es hier keine weiteren Ruinen? Das gibt's doch gar nicht. Ich will mich aber auch nicht zu weit von unserem Haus entfernen. Weil wir müssen ja... Oh Gott, die Sonne ist schon wieder fast am Höhepunkt. Sollte mich eigentlich verarschen? Das gibt eine Katastrophe. Das gibt eine so scheiß Katastrophe. Ich gehe mal auf den Berg darauf. Vielleicht finde ich da noch was. Ansonsten gehen wir wieder zurück. Hoffen mal, dass ein paar Bäume bereits gewachsen sind. Oh, was ist denn das hier? Okay, das ist interessant. Ah, Kiesbiom. Stimmt, spielen wir gerade mit dem V6-Webchen? Glaube ja. Okay, wir müssen zurück. Die Sonne ist bereits am Hochgehen, also am oben sein und damit bald wieder am Runtergehen. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist das auch definitiv unser Untergang. Dort ist mal klar. Ja, versuche ich höchstens nochmal in die andere Richtung zu gehen. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Bisher sieht es aber so aus, als wenn uns unser Glück komplett verlassen hat. Was ist da hinten? Da ist auch so komisches Gestein. Ist das nur ein, da ist eine Ruine? Ja, leck mich am Arsch. Oder? Nee. Kann es sein, dass das ein Dungeon ist? Das sieht mal verdammt eher nach einem Dungeon aus. Was ist das? Weil eine Ruine ist ja meistens so, ne, so ein bisschen uneben. Oh, doch, ist ein Dungeon. Dort ist die Oberfläche von der, also der Dach von einem Dungeon. Aber wie wir wissen, ist in einem Dungeon nichts drin. Also nichts Brauchbares. Also gehen wir wieder raus. Ach, Himmelchen. Dieses Spiel mag uns nicht. Ich meine, beruht auf Gegenseitigkeit, ja, aber... Oh, Eisen! Wenigstens haben wir schon mal ein gutes Rohstofflein gefunden. Wusste gar nicht, dass es hier Eisen gibt. Also ich hatte halt bisher noch keins gefunden. Ich meine, dass es hier Eisen gibt, ist irgendwie naheliegend. Weil Eisen ist ja doch schon Grundmaterial, was es glaube ich in jedes Subgame gibt. Aber dennoch sehr schön, dass wir auch welches finden. Weil das ist ja meistens das Problem. Das Vorhandensein ist das eine, das Zugänglichsein ist das nächste, aber das überhaupt erstmal finden, das ist meistens das größte Problem von allen. Oh, Eisen, nein, ich will Eisen abbauen. Leider immer ein bisschen wenig, aber dafür finden wir hier relativ häufig welches. Das heißt, wir haben insgesamt, glaube ich, schon 7 Stück oder so. We need more Eisenbon Sakura.
Okay, der Wortwitz war nicht ganz so gut. Nennt man das überhaupt Wortwitz? Wenn das eigentlich eher nur so ein Reimspiel, also naja, nicht Reimspiel, aber so ein Aufbauspiel war? Aus Aizen und Zen Bon Sakura? Achso, ich muss ja auch die E-Taste drücken. Mann, dass man hier die Sachen nicht einfach immer aufnimmt. Habe ich noch Fackeln? Ja, klar. Ich glaube, ich installiere mal diese Item Drop Mod. Da werden die Sachen immer automatisch aufgenommen. Habe ich, als ich lokal gespielt habe, auch gemacht. So, jetzt müssen wir aber langsam echt zurück. Siehst du, habe ich auch schon wieder vergessen, Sachen aufzunehmen. So, wir gehen mal hier hoch. Die Sonne. Wir müssten also nach da. Okay. Ach genau, hier ist das Ding, wo ich drauf wollte. Wo ich dann aber inne gehalten habe, weil ich das Eisen fand. Boah, Alter. Scheiß Spiel, Alter. Nein! Wieso schaffe ich das immer zu sterben? Jetzt habe ich mich so an diese E-Taste gewöhnt, dass ich immer E drücke statt umschalten. Statt Q. Hoffentlich ist das Eisen das wert, dass ich dafür sterbe. Ja gut, also an den einen Klumpen kommen wir natürlich schon nicht mehr ran. Dann backe ich einfach mal nach unten. So. Hoffentlich hat sich das Ganze wieder gelohnt. So, was ist hier nochmal? Ne. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 22. Dann nehme ich mal die Kohle doch nochmal mit. So, unsere Spitzhacke ist nämlich auch bald leer. Und da war sie auch leer. Das heißt, wir müssen mich jetzt dann bald anfangen, oder können wir dann bald anfangen, uns Stahlwerkzeuge zu bauen. Oh. Ja, ich komme wieder hoch. Woo. Hat zwar trotzdem unerträglichen Schaden genommen, vor allem seelischen Schaden. Ich hasse dieses Spiel. So, wir müssen nur noch schleunigst schnell wieder nach Hause kommen. Dabei möglichst wenig weiteren Schaden nehmen. Ich meine, gut, wenn wir zu Hause sind, dürften ja die beiden Bäume gewachsen sein. Das heißt, wir können wieder ein paar Äpfel essen. Aber dennoch. Können wir auch auf ungebetene Gäste treffen, aus deren Sicht wir die ungebetenen Gäste sind und uns deswegen als Leder wollen. Das wäre nicht schön, das wäre vor allen Dingen aber schmerzhaft. Oh, was ist das denn? Doch, da ist eine Ruine im Stein. Lol. Sieht ein bisschen seltsam aus gerade, aber... Hauptsache, es gibt Sachen, die man mitnehmen kann. Lol. Sieht echt witzig aus. So, ja! Getreide! We are the champion, my friend. Lalala. Jetzt brauchen wir bloß noch ein zweites Mal Wasser und wir haben alles, was wir brauchen, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Ich meine, einmal Wasser, ne, damit kann man ein bisschen was machen, aber nicht so viel. Aber es reicht zumindest erstmal aus, dass wir uns ein kleines Feld bauen können. Die Frage ist, wo ist unsere Hütte? Die müssen wir doch bald mal sehen können, oder? Ja, da hinten, der Baum ist gewachsen, sehr schön. So, auch schon auf die Zombies hier achten. Da würde ich mal sagen, die Sonne braucht noch ein bisschen, bis sie untergeht. Dann bauen wir uns erstmal ein schönes Feld. Und dann bauen wir uns mal die Hütte da hinten doch... okay, die können doch schmerzen. Droppen die auch was?
Ne, die droppen gar nichts. Ach, schöne Kacke. So, was wir brauchen. Was? Die haben keine Äpfel? Oh, Alter! Okay, das ist geil. So, was wir brauchen. Ach ja, übrigens, was mir aufgefallen ist. Das Spiel ist, wenn ihr Wasser aufsammelt, immer mit einem Slot, wo wirklich nur ein Eimer ist. Denn wenn ihr einen Slot habt, wo mehrere Eimer sind, ne, also zum Fünfer-Slot, und damit Wasser aufnimmt, dann wird daraus ein Wassereimer. Die anderen vier, die dann unter normalen Umständen auf einen anderen Slot gelegt werden, verschwinden einfach. Ist nicht schön, aber ist so. So, was wir jetzt machen, ist, wir machen mal, ich würde gerne, ich mach's einfach mal hier. Ja, das hat gut funktioniert. Hier das Wasser auskippen und dann ein paar Bahnen schlagen. Okay, der letzte geht schon nicht mehr, also immer nur vier Blöcke. Ja, genau, vier Blöcke. Okay. Dann haben wir nämlich schon, zumindest schon mal ein kleines Feld, wo wir halt landwirtschaftliche Tätigkeiten ausführen können. Ich meine, wir könnten eigentlich sogar gucken, würde das funktionieren? Okay, wartet mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier so mache. Oh nein. Okay. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Nee, ich wollte erstmal eine aus Stein. Stahl zu machen dauert mir zu lange. Kann sein, dass unter uns eine Höhle ist? Und es wird schon dunkel. Das ist aber nicht so gut. Wir sind gleich tot. Vor allem die Bäume haben keine Äpfel. Oh Gott. Okay, es war schön, euch gekannt zu haben. Ich glaube, wir werden sterben. Gut, was man machen kann, ist hier ein bisschen Beleuchtung schaffen. Na super. Ja, wäre genau hier. An dieser total vermurksten Stelle. So, haben wir schon ein bisschen Licht hier. Oh Gott, da sind die ersten Zombies. Was? Okay, wir sind eh gleich tot. Wir sind bereits am Verhungern. Ja, das bringt jetzt auch nicht mehr allzu viel. Was könnten wir tun? Um jetzt auf die Schnelle ein bisschen Nahrung zu bekommen. Du gehst erstmal weg hier. Okay, ich brauche relativ viele Schläge. Hä? Achso, das andere ist da unten irgendwo drin.
Wenn wir Glück haben, dann kommt vielleicht noch mal ein Baum in der Nacht, der ein paar Äpfel hat. Die Blätter gehen ja dort, die Blätter gehen ja doch nicht von alleine weg. Goddammit. Ich dachte, die Blätter gehen auch ein bisschen, ne, so. Alter, schon wieder ohne Blätter. Ohne Äpfel. Wir werden hart sterben. Okay, so jetzt kann man die Monster doch relativ leicht besiegen. Aber halt doch nur. Mache ich mal einen auf so. Dann kann ich mich auch noch ein paar Fackeln ranmachen. Das schützt zum einen vor Monster, zum anderen sorgt es auch dafür, dass die Sachen vielleicht schneller wachsen. Aber wir werden es nie im Leben rechtzeitig schaffen. Ach, schon wieder ohne Äpfel. Es ist doch Betrug. Kann man mal sagen, wie man so überleben soll? Wir sind gleich tot. Wenn jetzt nicht gleich innerhalb der nächsten paar Sekunden ein Baum spawnt mit Äpfel, dann sind wir selber ein Apfel. Und zwar ein kleiner, hässlicher. Ja, wir kriegen jetzt schon Schaden. Ja, bam. Okay. Das war's dann, meine Lieben. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Dann sehen wir uns in der nächsten Welt wieder. Und natürlich mitten in der Pampa. Na gut, vielleicht finden wir in der nächsten Folge unser Heim wieder. Ach Gott, Alter, das gibt's doch ja nicht. Na gut, bis dann.